Ja, ist schön. Ist sehr schön. Ist ein paar Monate her, dass ich in Liverpool verabschiedet wurde, auf eine sehr emotionale Art, heute herzukommen und so empfangen zu werden, um sehr emotional. Also, da werden wahrscheinlich so ein paar Leute sagen, ja, heute so, morgen so, aber ich erkläre mir das selber immer so. Wenn man drei Kinder hat, muss man auch keine Unterschiede machen, wie sehr man sie liebt. Und das ist bei meinem Verein genauso. Macht da keine Unterschiede. Ich liebe sie alle und habe da einfach eine große Zeit verbracht. Habe hier heute, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 150, 200 Leute getroffen, die ich lange nicht gesehen habe, aber sofort wieder gemeinsame Geschichte, gemeinsame Dinge. Im Publikum saßen hundertprozentig ganz viele, die vor 10, 12 Jahren mit dabei waren und Jüngere, denen die Eltern erzählt haben, wie toll es damals war. Also, ich hatte keine Zweifel daran, dass wir, ja, dass sich die Leute freuen auf uns und ich mich eben auch auf die Leute, das ist völlig klar. Und war großartig. Ein Spiel komplett ohne Druck. So macht Fußball total Spaß. Ja. Ja. Und trotzdem haben wir am Ende gemerkt, dass wir gewinnen wollten. Das ist echt witzig. Der Schiri wollte irgendwie länger spielen. Er sagt, nur einen Angriff lasse ich noch zu. Wieso denn? Ja, das Ergebnis ist top. Ja. Ehemaliger Spieler ist jetzt Cheftrainer von Borussia Dortmund und übrigens auch ein toller Torschütze, wie man heute gesehen hat. Dass er jetzt Cheftrainer vom BVB ist, ist das so eine Entwicklung, die jetzt völlig überraschend gekommen ist, wenn man ihn als Spieler von früher kannte? Nein, gar nicht. Es sind relativ viele auf dem Weg ins Trainergeschäft von den Jungs. Auch das erkläre ich mir so, dass die Jungs denken wahrscheinlich, wenn sie mit mir länger zusammengearbeitet haben, wenn der das kann, können wir es auch. So schwer kann es ja da nicht sein. Und ich freue mich total, ihn dabei zuzugucken. Und Fenne Nuri macht das super. Schmelle ist dabei, Pischu ist jetzt drin. Also alle so. Julian Koch ist bei los 23, glaube ich, dabei. Weiß gar nicht genau. Aber ganz viele, die jetzt so da reinschnuppern. Und es werden noch mehr werden, weil die jetzt alle erst in das Alter kommen. Mats spielt noch ein Jahr oder zwei, keine Ahnung, vielleicht auch drei. Aber dann denke ich, wird es auch in die Richtung gehen. Also ich freue mich total. Und es ist null überraschend, dass Nuri. Dass es so früh ist, wie immer bei Nuri. Nuri ist immer ein bisschen früher als andere. Das mag eine Überraschung sein, aber generell nö. Hat der Nuri im Vorfeld mal mit dir gesprochen darüber, wie es hier ist, Trainer zu sein, als das so anstand bei ihm, dass er mal sich einen Tipp geholt hat oder gar nicht? Wir sprechen relativ häufig. Und über was ist er dann? Relativ klar. Aber die Jungs machen das selber. Ich habe schon mal gesagt. Andere Top-Trainer werden das auch nicht mehr ewig machen. Die nächste Generation ist da draußen. Irgendwann müssen sie anfangen, den Fußball weiterzuentwickeln, zu verändern. Und, und wenn ich da mit Rat und Tat irgendwie ein bisschen dabei sein kann, mache ich das gerne. Aber in ihren Schuhen müsste ich jetzt nicht stecken.